Die Teufelshöhle. Geschrieben und inszeniert von Das Dennis. Musik von Electronic Noise Controller. Mein Name ist Bernhard Dorfmüller. Ich war Kriminalkommissar in Kirchstetten, einer kleinen Gemeinde mit 3.121 Einwohnern, mitten auf der Schwäbischen Alb. Es ist eine einfache Gemeinde, ohne viele Attraktionen. Überregional bekannt ist Kirchstetten vor allem für die Sommerfeste seines Musikvereins sowie für eine renommierte Baumschule, die für die Aufzucht von Engelmann-Fichten geschätzt wird, aber auch für die Teufelshöhle. Um diese Höhle ranken sich schon immer einige Mythen und Gruselgeschichten. Von Gespensterspuk über Trolle oder paganische Schamanen bis hin zu den haarsträubenden Erzählungen, die Höhle sei ein Tor zur Hölle und dass der Satan höchst selbst durch die Höhle nach oben steigen würde, war alles dabei. Gut, wenn eine Höhle schon Teufelshöhle heißt, dann gibt es ja fast keine andere Möglichkeit. Dabei gibt es für den Namen eine ganz einfache Erklärung. Entdeckt wurde die Höhle 1876 vom Dorfschullehrer Hermann Teufel, kein ungewöhnlicher Name in dieser Region, welcher auf Pilzexpedition sein Tabakdöschen in eine Felsspalte fallen ließ und beim Versuch, diese daraus zu holen, einen darunterliegenden natürlichen Schacht entdeckte, welcher zu einem engen Höhlensystem führen sollte. In den folgenden Jahren versuchten einige wenige Geologen der Universität Tübingen einen Zugang zu der darunterliegenden Höhle zu finden, was ihnen 1892 dann schließlich gelang, als ihnen auf Kirchstettener Gemarkung nahe einer Bachquelle ein kleiner Durchbruch gelang. Die dahinterliegende Höhle galt zunächst aus geologischer Sicht als wenig interessant. Es war eine einfache Höhle im Weißen Jura, ohne tiefere Zugänge zu unterirdischen Seen oder Gewässern, ohne Tropfsteine und so weiter. Auch erwies sich die Begehung als schwierig, die Gänge waren zu eng, es gab zu viele zu steile Abstiege und einige Felsen verschoben sich während der Erstbegehung, was zu leichten Verletzungen führte. Also gab man die Erforschung schnell wieder auf. Der Zugang wurde vergittert. Nichtsdestotrotz benannte man die Höhle nach ihrem zufälligen Entdecker. Abgesehen von einigen Schauergeschichten am Lagerfeuer interessierte sich also auch niemand in Kirchstetten wirklich für die Höhle. Bis zu diesem Tag im Herbst, vor 5 Jahren. Da ging bei meiner Dienststelle ein Anruf ein, welcher der erste in einer langen Serie sein sollte. Im Anrufprotokoll stand: Anrufer Eberhard Kuhn meldet rote Blitze aus der Teufelshöhle sowie tierische Schreie. Jetzt muss man dazu sagen, dass Eberhard Kuhn der dorfbekannte Säufer ist. Meistens wurden wir angerufen, weil er sich wieder irgendwo erbrochen hat, aber manchmal rief er auch selbst an, um uns von UFOs, Wildbären und dem Geist von Kaiser Wilhelm II. Zu erzählen. Wir sind ihm also erstmal nicht nachgegangen, haben ihn nur gebeten, nach Hause zu gehen und sich auszuschlafen. In den nächsten Tagen ging es dann aber weiter mit ähnlichen Meldungen. Berichtet wurde öfter von Lichtblitzen oder einem roten Leuchten, welcher aus der Höhle kam. Oder auch von Lärm, der von dezentem Klopfen bis hin zu einem lauten Heulen reichte. Seltener erzählten die Menschen auch von den Umrissen einer Gestalt, die entfernt menschlich erschien, aber wohl immer nur für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen war. Auch wenn die Geschichten haarsträubend klangen, wir mussten nun eine Ermittlung starten. Also fuhr ich mit meinem Kollegen Benz an der Teufelshöhle vorbei. Unsere Vermutung war, dass sich nachts vielleicht ein paar Jugendliche in der Höhle herumtrieben oder ein Obdachloser, Herumtreiber oder irgendwie sowas. Wir untersuchten den Bereich vor dem schwarzen Schlund nach Getränkedosen oder Fußspuren, wir konnten aber nichts finden. Erst nach einigen Minuten fand Benz, zumindest hinter einem Gebüsch direkt neben dem Eingang, einen komplett zerfetzten kleinen Haufen aus Fleisch, Blut und Federn, um den sich schon die Fliegen hüllten wie ein schwarzer Kokon. Wir maßen denen zu diesem Zeitpunkt noch keine Bedeutung zu. Der Höhleneingang selbst war mit einer Kette und einem dicken Schloss versperrt. Wir konnten das Gitter auch mit Gewalt nicht beseitigen. Auch war das Schloss noch in gutem Zustand. Wir rückten wieder ab, ohne etwas gefunden zu haben. Aber die Anrufe gingen weiter und im Dorf wuchs die Unruhe. Weniger die Unruhe davor, dass tatsächlich der Beelzebub bald kommen würde, doch vielmehr die Unruhe darüber, dass sich hier jemand einen zynischen Scherz erlaubte und vielleicht auch bereit war, noch weiter zu gehen. Da wir auch bei einer zweiten Begehung nicht mehr finden konnten, starteten wir eine Observierung über 2 Nächte.
Wir erhielten dafür aus der Zentrale zwei Außenkameras und ein Richtmikrofon. Das Mikrofon installierten wir direkt am Höhleneingang. Eine der Kameras wurde nur 2 Meter von der Teufelshöhle an einem Pfosten befestigt und direkt auf den Eingang gerichtet. Die andere war seitlich an der Höhle angebracht und überwachte den Bereich vor der Höhle. Am Ende der Observierung gaben wir das Equipment zurück. Und wiederum 2 Tage später holte Benz aus der Zentrale eine Festplatte mit den aufbereiteten Daten zur Auswertung ab. Und die Auswertung war wirklich interessant. Zuerst spielten wir die Bildaufnahmen im Zeitraffer ab und spulten immer dann zurück, wenn wir eine Bewegung ausmachen konnten. Das erste Mal stoppten wir um 19.27 Uhr, als ein Jogger an der Höhle vorbeikam. Wenig später, um 20.12 Uhr, fuhr der Schützenwirt Vogel mit seinem Kleinbus vorbei. Wahrscheinlich nutzte er den Trampelpfad als Abkürzung zwischen seinem Schützenhaus und dem Großmarkt. Wir wollten ihn darauf mal ansprechen. Dann passierte für einige Stunden nichts. Erst um 23.44 Uhr war uns etwas aufgefallen und wir mussten ein zweites Mal hinschauen. Wie es aussah, schien aus der Höhle ein leichtes Licht, das immer stärker wurde und auf einmal erlosch. Kurz darauf noch einmal dasselbe. Dunkelheit. Dann erschien ein leichter Lichtschein. Dieser wurde stärker und als sich der Widerschein schon auf dem Boden vor der Höhle deutlich erkennbar machte, da erlosch er binnen weniger Sekundenbruchteile. Das Ganze passierte bis Mitternacht insgesamt 4 Mal. Wir schauten es uns wieder und wieder an. Nach Mitternacht passierte nichts mehr. Wir analysierten nun das Material der 2. Nacht. Wieder kam um circa 7:30 der Jogger vorbei. Der Schützenwirt hatte diesmal wohl die offizielle Zufahrt genommen und so passierte einige Zeit nichts. Auch das Glühen blieb heute aus. Um 1.22 Uhr sahen wir im Unterholz eine leichte Bewegung und schließlich kam ein Reh vorbei, das sich vor der Höhle aufstellte und nach Schnecken Ausschau hielt. Und was dann folgte, verschlug uns den Atem. Von einer Sekunde auf die andere war das Reh verschwunden. Wir spulten zurück. Verschwunden. Ein Blick auf den Zeitstempel verriet uns, dass die Aufnahme lückenlos war. Wir spulten wieder zurück und spielten die Aufnahme in Zeitlupe ab. Und vor exakt 2 Bilder sahen wir einen Lichtblitz aus der Höhle kommen. Und kaum, dass der Lichtblitz erloschen war, war das Reh verschwunden. Einen Kaffee später nahmen wir die Tonaufnahmen des Richtmikrofones dazu. Die meiste Zeit war nichts zu hören als leichter Wind, der sanft durch das Herbstlaub fuhr. Wir spulten die Aufnahme weiter vor, bis zu der Stelle mit dem Reh. Tatsächlich konnten wir sogar die Fußstapfen des Rehs klar hören und hatten so die Möglichkeit, Bild und Ton zu synchronisieren. Erst dann merkten wir, dass da erst ein merkwürdiger Laut war, das Reh aufblickte und dann der Blitz kam. Der Teil der Aufnahme klingt wie folgt. Wir legten unsere bisherigen Erkenntnisse unserem Vorgesetzten vor, der wiederum einen leichten Rundumschlag machte. Um es kurz zusammenzufassen, er ließ nochmal ein paar Kollegen die Höhle untersuchen und forderte auch eine Untersuchung von wissenschaftlichen Mitarbeitern des Geoparks an. Niemand fand etwas, also wurde der Fall ad acta gelegt und auf Zeit gespielt nach dem Motto, es wird eh von selbst wieder aufhören. Benz und ich saßen also eines Abends bei einem Bier zusammen, weiterhin kochte die Gerüchteküche im Dorf und die wenigsten Leute wollten auch nur auf 100 Meter an die Höhle herantreten. Am Nebentisch redeten sie auch über die Höhle. Irgendwann traten wir dem Gespräch bei, erklärten, was wir gefunden hatten, wurden ausgelacht, mit großen Augen angeschaut und so weiter. Jedenfalls beschlossen Benz und ich aus falschem Heldenmut und unter Einfluss von Weizenbier, dass wir noch am selben Abend die Untersuchungen auf eigene Faust fortsetzen würden. Bei Benz zu Hause holten wir uns 2 Taschenlampen sowie einen Bolzenschneider. Unsere Funkgeräte hatten wir ohnehin dabei. So gerüstet liefen wir dem Pfad zur Teufelshöhle hinauf. Die Kette war schnell beseitigt, das Gitter zur Seite geschoben. Da wir noch immer nicht wussten, wie einsturzgefährdet die Höhle war, vereinbarten wir, dass Benz erstmal alleine gehen würde und wir über Funk Kontakt hielten. So legte er sich seine Stabtaschenlampe auf die Schulter und kroch gebückt durch den Höhleneingang.
Ich wartete draußen und zeichnete den Funkverkehr auf. Die Aufnahme habe ich behalten. Ja, alles ziemlich niedrig. Der Boden ist rutschig, ich sehe nichts Auffälliges oder so. Ah, Scheiße! Ah, Mann, die Decke ist echt niedrig hier. Spinnt meine Funzel. Kacke! Hey, Dorfmüller, ich hab kein Licht mehr. Dann komm zurück. Nee, mal sehen. Scheiße, ach, geht das so. Hey, mach keinen Scheiß. Da ist was. Was? Warte. Ist das ein Tier? Was vor mir ist er? Benz? Alles klar? Aber ich bekam keine Antwort. Am anderen Ende des Funkgerätes war es still. Aber am Echo meiner eigenen Rufe konnte ich erkennen, dass es nicht nur an war, sondern sogar gerade sendete. Ich ließ das Funkgerät fallen und rannte mit meiner eigenen Taschenlampe hinterher. Es war schwierig, in der Höhle voranzukommen. Der Gang war schmal, der Boden uneben, die Felsoberfläche kantig und spitz. Deshalb war es auch schwer, mit der Taschenlampe den Gang auszuleuchten. Ich kam schnell ins Keuchen und rief immer wieder nach Benz. Da plötzlich begann meine Taschenlampe zu flackern, bis auch sie erlosch. Ich versuchte mich mit dem wenigen Widerschein des Mondlichtes zurechtzufinden und tastete mich kriechend voran. Immer wieder rief ich nach Benz, doch bekam keine Antwort. Schließlich sah ich ihn. Benz starrte mich aus nicht mal 2 Meter Entfernung mit weit aufgerissenen Augen an. Sein Gesicht wirkte im schalen Widerschein des Mondes so unglaublich blass. Sein Kiefer war weit nach unten geklappt, als er mich in einer grauenhaften, angsterfüllten Grimasse anstarrte. Ich richtete mich vorsichtig auf und ging ein paar Schritte auf ihn zu. Dabei blieb ich mit meinem Fuß an etwas Weichem hängen und stolperte. Ich konnte einen furchterregenden, fast tierischen Schrei hören, bevor ein Lichtblitz die Höhle in ein gleisendes Licht hüllte, kurz darauf aber wieder verschwand. Ich schaute auf. Benz war verschwunden. Aber meine Taschenlampe funktionierte wieder. Ich leuchtete den Gang entlang nach unten, konnte aber nichts sehen, außer einem kahlen und engen Höhleneingang. Ich leuchtete an mir herab, um zu sehen, worüber ich da gestolpert war. Zu meinen Füßen lag der leblose Körper meines Kollegen und Freundes Markus Benz. Er lag auf dem Rücken, die Kleidung an seinem Bauch war blutgetränkt, als wäre er durchbohrt worden. Die Taschenlampe, die er in der Hand hielt, leuchtete wieder. Doch am allerschlimmsten war die Verletzung an seinem Kopf, wo einst sein Gesicht gewesen war. War nur noch ein hässlicher Stumpf aus Blut und Fleisch. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich die Höhle verlassen habe. Ich weiß nur noch, dass ich mich keuchend vor dem Höhleneingang übergab, bevor ich im Schockzustand kollabierte und erst bei Sonnenaufgang wieder zu Bewusstsein kam. An den Bericht, den ich in den nächsten Tagen schreiben musste, erinnere ich mich noch ganz genau. Es war der härteste Bericht, den ich je geschrieben habe. Und je mehr ich schilderte, umso mehr hielten mich meine Kollegen und Vorgesetzten für verrückt. Nur weil meine Unschuld am Tode meines Kollegen zweifelsfrei bewiesen werden konnte, entging ich einer sofortigen Suspendierung. Die Gerichtsmedizin einigte sich auf den Angriff eines Wildtieres. Allerdings hatten auch sie absolut keine Ahnung, was einem Menschen derart brachial das Gesicht an einem Stück vom Kopf reißen konnte. Der Fall wurde so schnell es ging geschlossen, vor allem weil niemand sich einen Reim auf die Ereignisse machen konnte. Während es nach der Nacht um die Teufelshöhle wieder still wurde, wurde ich zunächst beurlaubt, ging in Therapie und nach 2 weiteren Jahren in die berufsunfähigen Rente.
Bis heute meide ich die Höhle. Und was dort vor sich ging, das will ich gar nicht wissen. Doch nachts, wenn ich wieder nicht schlafen kann, dann blicke ich in die Dunkelheit und sehe das Gesicht von Benz, der mich mit toten Augen und voller Entsetzen aus den Schatten heraus anstarrt.